Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Laura von Crew4U. Ich bin heute hier in einer Werkstatt mit dem Philipp zusammen. Er ist 22 Jahre alt und hat eine Ausbildung zum Schreiner gemacht. Hallo Philipp. Hallo. Heutzutage machen doch junge Leute gar nicht mehr so gern handwerkliche Berufe. Wie hast du dich dafür entschieden, die Ausbildung zum Schreiner zu machen? Ich wollte nach der Schule von Anfang an was Handwerkliches machen, also irgendwas mit meinen Händen. Und habe dann einen Online-Test gemacht, was da am besten für mich zu mir passen würde. Und da kam der Schreiner dann zur Wahl. Und dann habe ich mich beworben bei einer Schreinerei, die Innenausbau und Objektbau macht. Die haben mir dann auch ein Praktikum vorgeschlagen und haben mich danach angestellt. Was braucht man für Fähigkeiten, um als Schreiner zu arbeiten? Man sollte handwerklich begabt sein. Auch gerne handwerklich arbeiten, bisschen mit Zahlen umgehen können, keine Angst vor großen Maschinen haben und ja, gut seine Probleme lösen, also wenn irgendwie was nicht passt, wie es geplant war, dass man da schalten kann und machen kann gleich was Neues. Wie kann ich mir denn so einen Arbeitsalltag vorstellen? Ja, unterschiedlich, abwechslungsreich. Es kann sein, dass man 3-4 Wochen mal nur in der Werkstatt steht und fertigt, also produziert und dann wieder 3 Wochen am Stück in der Montage sein und halt die Möbel einbauen. Gibt's da was, was dich besonders fasziniert an dem Beruf? Ja, gerade ist es abwechslungsreich, dass man immer was Neues macht und das auch körperlich ansprechend ist. Du redest jetzt gerade von der körperlichen Belastung. Wie bist du am Anfang damit umgegangen? Für mich war es jetzt kein Problem, da ich schon früh mit 15 oder so angefangen habe, Krafttraining zu machen. Deshalb bin ich damit gut klargekommen. Aber wenn jemand da anfängt und halt nicht sehr sportlich aktiv ist, dann kann es schon anstrengend werden. Gibt es da auch mal Situationen, die gefährlich werden können? Klar, wenn man mit großen Maschinen arbeitet, wie eine Kreissäge oder eine Elektrohobel, kann es dann schon mal passieren, dass da irgendwas vom Finger dran glauben muss. Das ist auch schon ein oder zwei Kollegen von mir passiert, die sich dann hier die Fingerkuppe abgeschnitten haben oder in den Hobel reingekommen sind. Ist es dir auch schon mal passiert? Mir ist es zum Glück noch nicht passiert. Ich habe noch alles dran. Ich habe aufgepasst. Arbeitest du jetzt momentan gerade in dem Beruf als Schreiner? Nein, ich mache gerade eine Weiterbildung zum Holztechniker. Das ist dann mehr kundenorientiert. Also man geht zu den Kunden, holt Aufträge rein oder bespricht es mit den Kunden, arbeitet diese dann aus und reicht sie dann weiter in die Werkstatt, damit die es dann produzieren können. Warum hast du dich jetzt nach den 3 Jahren Ausbildung für eine Weiterbildung entschieden? Weil mir das Geld nicht gepasst hat. Ich habe für mich zu wenig Geld verdient als Schreiner. Mir hat es Spaß gemacht, aber es hat leider nicht gepasst vom Geld her. Kannst du es den Zuschauern, die sich dafür interessieren, empfehlen oder was würdest du ihnen mitgeben? Wenn sie Spaß haben am Arbeiten mit Holz, am Handwerklichen, dann ja, klar. Ich habe ja selber auch Spaß dabei. Mir hat es mega gefallen. Nur das Geld hat halt nicht so gepasst, wie ich es mir vorgestellt habe. Philipp, vielen Dank für dein Interview. Bitte schön. Ich hoffe, es hat den Leuten da draußen weitergeholfen. Also, wenn ihr auch handwerklich begabt seid und euch vorstellen könnt, mit Holz zu arbeiten, dann informiert euch doch mal über den Beruf des Schreiners. Ich hoffe, der Philipp konnte euch weiterhelfen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!